Nach den Osterfeiertagen geht es jetzt richtig wieder los und das war schon ein Paukenschlag, kann man sagen, gestern, was an der Wall Street passiert ist, während der DAX ja noch in ostermontäglicher Ruhe weilte. Da gab es Konjunkturdaten aus den USA, die einmal mehr gezeigt haben, dass die Inflation in den USA auf dem Vormarsch ist, mit der Konsequenz, dass die Erwartung, wann die Zinsen senken, sich immer weiter nach hinten verschiebt, mit der Konsequenz, dass der Dollar immer stärker wird und die Renditen steigen, Geld also teurer wird. Und die Frage ist, wie lange können die Aktienmärkte in den USA das noch ignorieren? Sie haben sich gestern ein bisschen beeindruckt gezeigt, aber viel ist das nicht angesichts der doch sehr heftigen Bewegungen an Devisen- und Anleihemärkten. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Meine Damen und Herren, hier gestern ISM Index Manufacturing, also Gewerbeeinkaufsmanager-Index. Und wieder über 50 seit langer, langer Zeit, dazu gleich mehr. Aber vor allem der Preisdruck, der hatte deutlich zugenommen. Wir sehen also zwei Tendenzen. Erstens, der Preisdruck nimmt immer weiter zu. Zweitens, der Gütersektor erholt sich deutlich. Das heißt, wir hatten ja vorher vor allem im Service-Sektor die Inflation. Gütersektor war eher deflationär fast schon, zumindest nicht inflationär. Jetzt kehrt sich das um. Wir sehen deutlich steigende Preise. Hier sehen Sie das mal, die Prices Paid. Die Komponente, die wirklich nach oben geht, die deutlich nach oben geht. Und die Märkte haben darauf schlichtweg dann reagieren müssen, indem die Renditen gestiegen sind, Geld also teurer wird, der Dollar gestiegen ist. Eben weil hier jetzt der Gütersektor sich erholt und offenkundig auch aus dem Gütersektor inflationäre Tendenzen kommen. Hier sehen wir das mal. Wir waren jetzt 16 Monate unter der Marke von 50. Das heißt, der Gewerbesektor, der Industriesektor in den USA ist geschrumpft. 16 Monate in Folge. Und jetzt das erste Mal mit den Daten gestern wieder ein Wert über 50. Das heißt, ganz, ganz leichte Expansion. Aber wir sehen also hier jetzt, dass dieser so wichtige Sektor sich ein bisschen erholen kann. Und hier sehen wir, wie die Erholung bei den 10-jährigen Anleiherenditen in den USA, die ja die Benchmark ist für alles, Hypothekenkredite, Immobilienkredite, also so viele Dinge hängen da dran. Und wir sehen, wir sind deutlich über der Marke von 4,3%, 4,32, 4,33. Derzeit hier rechts sehen Sie mal die Tagesbewegung. Das ist schon einer der großen Ausschläge gewesen, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben. Nicht der größte, aber durchaus ein sehr saftiger Anstieg. Und denn normalerweise ist eben steigende Renditen und steigender Dollar nicht so positiv für die Aktienmärkte, die sich aber ein Stück weit entkoppelt haben. Hier sehen wir mal. Rendite der 10-Jährigen invertiert, also genau andersrum im Chart, und der S&P 500 seit Ende Dezember im Grunde ist das nicht mehr deckungsgleich, was sehr, sehr lange sehr deckungsgleich war. Das heißt, wir sehen, die Märkte ignorieren irgendwie die Aussicht auf sinkende Zinsen, respektive die sich permanent weiter verschiebende Aussicht auf sinkende Zinsen. Anfang des Jahres 7 Zinssenkungen eingepreist, allerspätestens März haben wir die erste Senkung und jetzt rückt das immer mehr in die Ferne. Das sehen wir auch bei den Fed Fund Futures. Hier habe ich mal den Juni rausgesucht. Mai gilt praktisch als gesetzt, keine Zinsänderung. Für den Juni jetzt Erwartung 56,3%, dass wir eine Zinssenkung sehen, 41,2%, dass wir keine sehen. Das war vorgestern noch deutlich höher. Hier sehen wir deswegen die June Fed Rate Cut Odds, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sinken, ist hier deutlich nach unten gegangen. Und da, wo man sich sicher ist, ja, hier werden die Zinsen gesenkt. Das Ganze hat sich jetzt in den USA auf den September verschoben. Hier mal eine Aufstellung, wann die Märkte jetzt die erste Zinssenkung erwarten für die EZB und die Bank of Canada im Juli, dann im August die Engländer und erst im September die Fed, wo man sich also ganz sicher ist, also da wird auf jeden Fall der Leitzins dann gesenkt. Nur Problem ist, September ist schon sehr nah an der Wahl dran, da könnte die Fed schon aus Vorsicht sich nicht allzu sehr in die Politik einzumischen, vielleicht sogar zurückhalten. Wir werden sehen. Hier sehen wir deswegen eben auch die Dollarstärke, weil die Aussicht in den USA, dass die Zinsen sinken, deutlich geringer geworden ist als etwa hier im Euroraum. Hier sehen wir mal den Dollarindex. Booms! Richtig nach oben geknallt aus dieser bullischen Wedge.
Und jetzt kommt noch oben drauf, dass nicht nur die Aussicht auf sinkende Zinsen abgenommen hat, sondern eben auch der Ölpreis deutlich steigt. Gestern gab es offenkundig einen Schlag der Israelis gegen das Konsulat der Iraner in Syrien, wobei ein hoher Revolutionsgarde der Iraner getötet wurde und wohl 10 andere Menschen auch, die sich in diesem Umfeld aufgehalten haben. Wir sehen dann den Ölpreis auf den höchsten Stand seit Oktober 2023 steigend. Wir sehen derzeit ohnehin, Benzinpreise gehen nach oben in den USA. Das heißt, wir werden im März jetzt schon eine deutliche Energieinflation gesehen haben, die also die Inflationszahl wieder nach oben bringt. Und wir hatten ja dann am Freitag nochmal Aussagen von Jerome Powell, der schon ein Ticken hawkischer war, hatte ich das Gefühl, als bei der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung, weil er doch ein bisschen stark betont hat, naja, wir haben es nicht eilig, die Zinsen zu senken. Und in der Tat, der gute Mann, der hat natürlich auch eine gewisse Opposition innerhalb der US-Notenbank. Waller hat sich hier geäußert. Und andere, die klar sagen, nee, also wir denken, es ist nicht Zeit, jetzt die Zinsen zu senken. Und das würde bedeuten, Paul hat es hier mit einer Gruppe innerhalb der Fed zu tun. Das sind so 5, 6 Leute, die sagen, also wir halten das für sehr gefährlich, in einer solchen Situation jetzt die Zinsen zu senken. Und das bedeutet, dass er keine einstimmige Entscheidung hinkriegen würde. Und das wiederum würde bedeuten, dass das Bild der Fed oder hier nicht gerade eine gewisse Einigkeit hier symbolisiert. Und wir hatten ja jetzt am Freitag auch, als ja Karfreitagmäßig die Börsen geschlossen waren, auch die PCE-Daten noch aus dem Februar, also schon ziemlich lange her. Und es gab zunächst mal Jubel, weil der Wert zum Vormonat mit 0,3% etwas niedriger war als zuvor, dementsprechend oder als erwartet. Allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert und erinnern wir uns, als die PCE-Daten kamen vor einem Monat, also die Januar-Daten, da jubelte man, weil die nur so waren, wie man es erwartet hatte. Jetzt wurden die allerdings nach oben korrigiert mit der Folge, dass die Februar-Daten dann ein bisschen geringer ausgefallen waren, weil man eben den Vormonat nach oben revidiert hat. Also ein Nullsummenspiel eigentlich, aber die Märkte erstmal natürlich euphorisch gewesen. Hurra, hurra, die Inflation geht nach unten. Nein, wir haben gestern in den Zahlen wieder gesehen, dass dem nicht so ist. Und all das ist eine Folge der gelockerten Financial Conditions. Und diese gelockerten Financial Conditions, die haben natürlich mit der Fed zu tun, haben natürlich mit Jerome Powell zu tun. Jetzt kommen wir mal zu dem, was gestern an der Wall Street passiert ist. Wir sehen Dow Jones am schwächsten, Nasdaq noch am besten von den US-Indizes, genauer gesagt die Small Caps. Die haben gestern auf die Mütze bekommen und das, obwohl Citigroup sagt, naja, wir downgraden jetzt mal Tech, weil wir sehen, dass die Rallye sich ausbreitet, also vielmehr die Marktbreite deutlich zugenommen hat. Das hat bis gestern ja teilweise auch gestimmt. Hier sehen wir mal unten jetzt den Weg im April. Normalerweise haben wir in der ersten Aprilhälfte oder ich sag mal Richtung Mitte April latent Schwäche. Denn die Amerikaner müssen am 15. April ja ihre Steuern bezahlen und da vermuten manche, dass die dann im Vorfeld Aktien verkaufen werden. Google hat gestern das Geschehen gerettet. Man hat irgendwie eine neue Bildsoftware, KI reicht, sie braucht auch gar nicht mehr erklären. Schauen wir mal, wie das Ganze reinknallt. Wir sehen Microsoft positiv, Apple wieder mal verloren. Wir sehen insgesamt relativ viel Rot. Allerdings der Energiesektor, wenn Sie da mal rechts hineinschauen, Xom, das ist Exxon und so weiter, die sind positiv gewesen, eben wegen dem steigenden Ölpreis. Und interessant ist, dass die amerikanischen Privatkunden, die Privatinvestoren jetzt Pi mal Daumen wieder auf Null sind, nachdem sie lange mit ihren Portfolios unter Wasser waren. Jetzt haben sie es geschafft, wieder auf Einstand zu kommen. Und 22, ja, dieser Rückschlag, weil die Fed die Zinsen angehoben hat, 23 die Erholung, aber man hat teilweise nicht auf die richtigen Aktien gesetzt, wie etwa Nvidia. Hier
Hier sehen wir, die ist jetzt in so einer Wedge. Das könnte interessant werden. Bricht man da nach unten aus? Ja oder nein? Das ist für den Gesamtmarkt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was diese Aktie macht. Helfen könnte den Bullen, dass Hedgefonds wieder ziemlich stark short sind in Aktien, in einigen Aktien an der Wall Street. Das könnte dann wieder solche Short Squeezes natürlich ermöglichen. Und das, obwohl wir jetzt im überkaufte Territorium sind für 50 Handelstage in Folge. Hier sehen wir mal diese Matrix, wie weit oben wir hier sind. Das ist so überkauft oder eine so lange Strecke wie zuletzt vor 25 Jahren im Jahr 1998, also auf dem Weg zur Dotcom-Bubble. Und manche sagen, ja, wir sind auf dem Weg zur KI-Bubble, aber das sind böse Zungen, meine Damen und Herren, denn es wird sich ja von heute auf morgen alles komplett ändern, sodass dann eben alles komplett anders wird, weswegen die Bewertungen natürlich gerechtfertigt sind, die so hoch sind, dass man schon ein Fernrohr braucht. Hier sehen wir mal auch den RSI. Der ist jetzt schon so lange über 50, wie zuletzt im Jahr 2017. Damals, und sogar jetzt schon länger höher, damals war diese, wie soll ich sagen, geistige Armut im Gefolge der Trumpschen Steuerreform, die da erwartet wurde, war aber lange unklar, kommt die durch, aber die Märkte sind jeden Tag so ein bisschen gestiegen, immer nur so ein bisschen, das war so eine Art geistige Grabesruhe, die damals geherrscht hat. Und wenn wir schon von Seth Donald sprechen, an dessen Aktie gestern doch ein bisschen abgestürzt, nachdem man im Jahr 2023 58 Millionen Dollar Verlust gemacht hat, bei einem Umsatz von 4,1 Millionen, die Firma aber teilweise bis zu 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Das zeigt so ein bisschen den absoluten Nonsens, der hier teilweise der Fall ist. Aber gut, es ist halt wie es ist. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, die Inflation hierzulande auf dem Rückzug. Wir bekommen heute Inflationsdaten aus Deutschland, aber IFO sagt, der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die die Preise anheben wollen, ist weiter gesunken. Jetzt auf 14,3 Punkte. Die Inflation ist weiter auf dem Rückzug. Das liegt eben auch an der schwachen Wirtschaft. Das ist aber in den USA ganz anders. Hier sehen wir, dass wir jetzt der Atlanta Fed GDP Nowcast, also das ist praktisch ein Realtime-Schätzinstrument, wie es aussieht mit dem Wirtschaftswachstum. Und hier wurde jetzt das Wachstum nach oben revidiert, und zwar auf 2,8%. Von zuvor 2,3%, eben weil der ISM-Index besser war. Wir leben also in zwei verschiedenen Welten. Die USA, die sind noch robust, weil auch Milliarden über Milliarden an Stimulus hier in die Märkte geflossen ist, weil die Biden-Administration lebt, als gäbe es kein Morgen und als müssten nicht zukünftige Generationen dafür bluten, was jetzt an Geld ausgegeben wird. Die Folge aber ist eben, dass die Inflation wieder steigt, dementsprechend die Zinsen nicht sinken können und die Aktienmärkte. Wann nehmen Sie das zur Kenntnis? Fragezeichen. Bitcoin hat es heute Nacht schon zur Kenntnis genommen. Zwei Gründe, warum es nach unten geht bei Bitcoin. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung, Big Picture. Die Börsen haben ja schon letzte Woche versucht, mal so zu korrigieren. Aber dann kamen wieder wunderbare Aussagen von Jerome. Und überhaupt war ja alles wieder ganz toll. Schauen wir da mal, wie es weitergeht. Hier jedenfalls das große Ganze, wenn Sie die Welt verstehen wollen, der Märkte, dann würde ich diesen Artikel empfehlen. Und wenn Sie sich für Zinsen, Bitcoin und diese Dinge interessieren, dann die erste Empfehlung, die ich Ihnen hier eingeblendet hatte. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.